Hallo, ich bin Silke. Ich bin 40 Jahre alt, glücklich verheiratet und habe 2 Kinder. Letztes Jahr, im Dezember, bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Und das nach 10 Jahren zum 2. Mal. Ich wollte es erst nicht glauben, aber er war wieder da. Der Krebs war wieder da. Ich wurde operiert und Anfang Januar diesen Jahres bekam ich meine Therapie. 6-mal Chemotherapie. Es war nicht leicht. Es war nicht leicht für mich und es war auch nicht leicht für mein Umfeld, für meine Freunde, für alle, die mich gekannt haben. Aber sie haben mich gestärkt. Meine Familie und Freunde und Bekannten haben mich gestärkt. 6-mal Chemotherapie zeigt natürlich auch seine Wirkungen, seine Nachwirkungen. Die Haare fallen aus, das Wohlbefinden verändert sich, man hat Schmerzen, man hat keinen Hunger, es schmeckt nichts. Die Fotodokumentation meiner Therapie fragte ich Christine, ob sie dieses übernehmen würde. Und sie sagte zu. Und somit entstand eine bisher sehr tolle Fotodokumentation meiner Therapie, welche dann als eine Ausstellung ausgearbeitet werden soll. Diese Ausstellung ist für betroffene Frauen, die gar keine Vorstellung haben, was diese Therapie bedeutet, wie sie verlaufen kann. Es ist jeder Mensch anders, jeder reagiert anders auf Therapien. Aber sie sollen bildlich wissen, was auf sie zukommt und nicht diese Horrorvorstellungen in sich behalten, wie eine Therapie deresgleichen stattfinden kann. Ich hoffe, dass ihr unser Projekt unterstützt, dass wir es realisieren können, dass es eine Ausstellung geben wird, dass dieses Buch entsteht, dass einfach für betroffene Frauen diese Dokumentation Kraft und Mut gibt, die Therapien durchzuhalten, durchzuführen und das Ganze soll auch sensibilisieren, frühzeitig zum Arzt zu gehen, zur Vorsorge zu gehen, dass einfach diese Krankheit unterdrückt werden kann, zumindest verringert werden kann. Dankeschön.